aber in meiner Zeit als Lehrer und vor allen Dingen seit meiner Pensionierung mit hamburgischer Geschichte, hamburgischer Architekturgeschichte, Kulturgeschichte beschäftigt. Einerseits im Rahmen des Kontaktstudiums für ältere Erwachsene, was es hier an der Universität gibt, andererseits durch doch relativ intensives Studium verschiedener Bücher in den einschlägigen Bibliotheken. Und daraus sind im Laufe der letzten 17 Jahre eine ganze Reihe ganz unterschiedlicher Rundgänge entstanden und als Corona begann, dann Vorträge gehalten, weil wir nicht nach draußen gehen konnten. Und Herr Nikolaisen hat das dann ein wenig aufgegriffen, als ich sagte, man könnte doch von Vereinsmitgliedern für Vereinsmitglieder kleine Veranstaltungen machen. Und naja, inzwischen ist es, glaube ich, der 5. Vortrag, den ich jetzt vor Ihnen halte. Ich hoffe, dass einige andere sich dann animiert fühlen, das vielleicht auch mal zu machen. So viel als Vorrede. Ich Brunnen in Hamburg. Brunnen in Hamburg ist eine gar nicht so ganz einfache Geschichte, weil es in Hamburg im Gegensatz zu anderen Orten nicht gar so sehr viele Brunnen gibt. Hamburg ist keine Residenzstadt und hat daher relativ wenig Sponsoren für Zierbrunnen gehabt. Das hat sich erst so verändert, etwa ab 1860, 1870 herum. Und dann gab es schon eine ganze Reihe und gibt es auch eine ganze Reihe von Brunnen, aber sie liegen doch relativ weit auseinander. Wenn ich meinen Brunnenrundgang real durchführe, dann ist das der einzige Rundgang, bei dem ich zwischendurch auch öffentliche Verkehrsmittel benutzen muss, damit man eben wirklich vom Hansabrunnen bis zum Stuhlmannbrunnen diese Strecke auch abgeben kann. Bei diesem Online-Rundgang ist es sogar noch ein bisschen einfacher. Ich werde dort Brunnen mit hineinnehmen, die ich beim realen Rundgang gar nicht erreichen kann, weil sie einfach zu weit wegliegen. Die Reihenfolge der betrachteten Brunnen wird historisch sein. Das heißt, ich werde also in der zeitlichen Reihenfolge vorgehen, in der die Brunnen entstanden sind. Werde allerdings einen Brunnen, den Minerva-Brunnen, der zeitlich der früheste ist, erst ganz zum Schluss betrachten, weil er gleichzeitig mich auch zeitlich einer der spätesten ist. Wieso, werde ich ganz am Ende des Vortrags erklären. Worauf stütze ich mich? Einerseits natürlich und immer wieder auf den Dumont-Kunstreiseführer von Professor Hermann Hipp. Hermann Hipp war Denkmalpfleger in Hamburg und anschließend Professor für Kunstgeschichte an der Universität. Ich habe eine ganze Reihe von Vorlesungen und Seminaren bei Hipp mitgemacht und sehr viel von ihm gelernt. Und in diesem hier erwähnten Buch finden Sie natürlich auch über eine ganze Reihe der Hamburger Brunnen fundierte Sachverhalte dargestellt. Ein anderes Buch, was sehr empfehlenswert ist, beide sind nur noch antiquarisch erhältlich, ist das Buch von Volker Plagemann. Plagemann war einerseits Senatsdirektor in der Kulturbehörde, andererseits aber auch Dozent an der Universität Hamburg. Und er hat in diesem Buch Denkmäler in Hamburg eben die Brunnen, die gleichzeitig als Denkmal fungieren, auch recht ausführlich beschrieben. Brunnen, was ist das eigentlich? Ursprünglich ist Brunnen etwas, was von dem Namen Bronnen, von Born kommt, also von einer Quelle, also eine Wasserentnahmestelle. Und das ist natürlich auch die Grundform. Es ist ein Brunnenstock, ein Brunnenpfosten gewesen mit einem Brunnenrohr, aus dem dann irgendwie das Wasser entnommen werden konnte. Oder wie man das hier oben rechts sieht, dass man einen Ziehbrunnen hat, einen Brunnenschacht, aus dem man mit einem Eimer Wasser emporzieht. Später wurden dann Brunnen aber auch Zierbrunnen und nicht nur Wasserversorgungsbrunnen. Und als Zierbrunnen gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Formen. Wir haben Wandbrunnen, wir haben Springbrunnen, so wie das hier an dieser Stelle ist. Wir haben Schalenbrunnen in dieser Form oder Brunnen. Auch dieses hier ist ein Brunnen, wo das Wasser dann an diesen Stellen in dieses Becken heraussprudelte, aber drumherum und drüber rüber noch eine ganze Reihe von Verzierungen angebracht sind. Zunächst mal möchte ich einen Blick in eine der brunnenreichsten Städte Europas werfen, nach Rom, wo sie an allen, natürlich nicht an allen, an vielen Plätzen, an vielen Ecken, an vielen Straßen Brunnen in ganz unterschiedlicher Form finden. Da kommt Hamburg nicht mit, aber
Hamburg hat durchaus schon einiges zu bieten. Es gibt eine sehr schöne Ausstellung, die im Augenblick wohl gerade noch nicht wieder zugänglich ist, die nämlich von den Hamburger Wasserwerken eingerichtet worden ist. Die Ausstellung in der Wasserkunst Elbinsel Kalte Hufe im Keller. Dort sind eine Reihe von Brunnenmodellen angegeben und es sind auch die Lagepläne für die Brunnen. Und Sie sehen hier einige von denen, meisten von denen werde ich heute aufführen. Einige allerdings sind hier nicht dabei. Es gibt in Hamburg auch Brunnenstraßen. Und wenn es eine erste Brunnenstraße gibt, dann muss es auch eine zweite Brunnenstraße geben. Nun gut, es gab eine zweite Brunnenstraße, die ist dann mal irgendwann überbaut worden. Also Brunnen spielen in Hamburg schon eine gewisse Rolle. Nun möchte ich in die Einzelheiten steigen. Dabei werde ich den ersten Brunnen, den Hansabrunnen, relativ ausführlich betrachten, weil es eben der größte Brunnen ist, den wir in Hamburg haben und an ihm sehr viel zu sehen ist. Also keine Angst, die anderen Brunnen werden nicht ganz so ausführlich dargestellt, sonst würden wir das Programm auch gar nicht schaffen. Ich werde es so machen, dass ich immer am Anfang ein Bild, einen kurzen Stichwortzettel zu dem Brunnen gebe, einen Lageplan dann angebe. Also hier der Hansabrunnen steht auf dem Hansaplatz, in der Mitte des Hansaplatzes. Die Karten, die ich hier zeige, sind Karten von Hamburg Geo Online, also von der städtischen Behörde, die Karten herausgibt. Und dort kann man ein Zusatzlayout einschalten, Denkmäler. Und alles, was hier im Augenblick rot gezeichnet ist, sind Bereiche, die denkmalgeschützt sind, Gebäude oder Exemplare, die denkmalgeschützt sind. Natürlich, der Hansabrunnen ist ebenfalls ein denkmalgeschütztes Objekt. Man kann in dieser Denkmalkarte immer anklicken, die einzelnen Objekte, und bekommt dann eine Kurzdarstellung, was für ein Bautyp, wann gebaut, wo er steht, wer die Skulpturen geschaffen hat. Hier also zum Beispiel Engelbert Peiffer, das hatten wir eben schon in der Übersicht. Der Hansaplatz ist ein Platz, der im Vorort St. Georg liegt. St. Georg war lange Jahre, Jahrhunderte lang ein Ort, der nicht so sehr angesehen war. Man hatte dort den Galgen aufgebaut, man hat dort ein Pesthaus eingerichtet. Und erst so mit Einsetzen der Gründerjahre, also so ab 1870 änderte sich das, eigentlich ab 1861, als die Torsperre aufgehoben wurde und man jederzeit rein und raus nach Hamburg konnte, dann wurde dieses Gebiet Spekulationsgebiet. Und es wurde eben auch aufgekauft von hier zum Beispiel der Hanseatischen Baugesellschaft, die aus dem Borgesch, Straßennamen gibt es dort auch noch, die Schule am Borgesch war auch vorhanden. Hier sehen Sie den Namen Borgesch. Der Borgesch war der Zimmerplatz. Können Sie sich vorstellen, dass in der Innenstadt von Hamburg nicht genügend Platz war, um Fachwerkbauten vorzubereiten. Das wurde hier auf diesem großen Platz vorbereitet. Und dann wurden die vorbereiteten Teile in die Stadt hineingebracht. Als jetzt die Hamburger Bevölkerung zunehmend wuchs und immer mehr Wohnungen gebraucht wurden, wurde dieses ganze Gelände neu überplant und mit Straßen versehen, die alles irgendwas mit der Hanse zu tun haben, Bremer Straße oder Rostocker Straße. Und in der Mitte der Platz soll der Hansaplatz heißen. Und dann hatte Engelbert Peiffer den Vorschlag gemacht, in die Mitte dieses Platzes einen Brunnen zu stellen. Warum? Einfach, um dieses Spekulationsobjekt noch ein wenig aufwendiger zu gestalten. Dieser Brunnen wurde im Volksmund übrigens auch ursprünglich mal Spekulationsbrunnen genannt. Denn drunterum waren diese hochherrschaftlichen Häuser gebaut worden. Dies linke steht immer noch, dies rechte ist inzwischen nach dem Zweiten Weltkrieg durch einen Neubau ersetzt worden, weil es ausgebombt war. Denn mit einem solchen Brunnen, sagte Engelbert Peiffer, der Mitglied in der Hanseatischen Baugesellschaft war, ich sage gleich noch ein bisschen mehr zu Peiffer, da hat der Platz eine Aufwertung und man kann in den Häusern drumherum eben höhere Mieten verlangen.
Der Brunnen mit seinen 17 Meter Höhe wurde von Engelbert Peiffer entworfen. Warum? Nun, er war Mitglied der Hanseatischen Baugesellschaft. Er war der Leiter des Steinmetzbetriebes und später auch Mitdirektor dieser Hanseatischen Baugesellschaft. Und er sagte, ich kenne jemanden, der das gut kann, nämlich mich selber, und hat den Entwurf gemacht. Und so, wie Sie ihn hier jetzt sehen, so steht er im Wesentlichen heute auch noch. Hier also eine Aufnahme des gesamten Platzes, so wie er heute vorhanden ist. Der Platz selber hat ja immer mal wieder keinen so ganz guten Ruf, aber der Brunnen ist unangetastet von diesem Ruf. Wir sehen hier einen großen Aufbau. Ganz oben steht eine Figur, eine weibliche Figur. Es ist die Hansa, eine Allegorie auf die Hansa. Manche Leute meinen, es wäre die Harmonia, also unsere Stadtgöttin, und nennen das manchmal auch Harmoniabrunnen. Das ist aber nicht richtig, eben Hansaplatz. Das Problem ist, es gibt keine tradierte Form der Hanse. Man muss sich also selber etwas ausdenken, wenn man das als Allegorie darstellen will. Und dann hat Peiffer sich eben diese Form ausgedacht. Jetzt noch ein paar Worte mehr zu Engelbert Peiffer. Er war ein Bildhauer, der in Berlin ausgebildet worden ist, um die 1860er Jahre nach Hamburg kam. Zunächst mal sehr viele Skulpturen für den gerade im Bau befindlichen oder in Belegung befindlichen Ohlsdorfer Friedhof anfertigte. Und dann einer der gefragtesten Bildhauer Hamburgs wurde, bis er im Jahre 1896 dann gestorben ist. Wir werden im Laufe des Rundgangs mehrmals mit Peiffer zu tun haben, weil er eben diese Brunnenfiguren geschaffen hat. Aber er hat zum Beispiel auch diese beiden Figuren, die auf der Trostbrücke stehen, Ansgar und Graf Adolf III. Von Schauenburg, geschaffen. Und man kann ihn noch an vielen anderen Stellen in Hamburg entdecken. Dies ist eine Entwurfsskizze vom Hansabrunnen. Und wenn Sie den vergleichen mit dem, wie er heute aussieht, dann werden Sie sehen, hier an dieser Stelle, dort, fehlt etwas. Hier sind einfach leere Flächen. Vorgesehen war ein umlaufendes Relief. Warum ist das leer? Nun, es war eine gewisse Summe für den Bau dieses Brunnen angesetzt. Die hatte Peiffer verbraucht und wollte für dieses Relief, was wir hier sehen in der Entwurfsskizze, nochmal zusätzliches Geld haben. Und das wurde ihm dann aber von der Gesellschaft verweigert und dann hat er diese Flächen einfach freigelassen. Und so sind sie dann bis heute unbehauen an dieser Stelle. Als der Brunnen fertig war, im Jahr 1878, errichtet von der Hanseatischen Baugesellschaft, ausgeführt von Engelbert Peiffer, dem Staate übergeben, wurde er Hamburg übergeben. Das ist eine sehr einfache Methode, die Unterhaltskosten für einen Brunnen zu sparen. Das hat man an verschiedenen Stellen häufiger gemacht. Man übergibt es dem Staat, damit hat der Staat die Unterhaltskosten und man ist das Ding los, hat aber die Früchte davon zu tragen. Wie ist dieser Brunnen aufgebaut? Ich sagte schon, ganz oben steht die Figur der Hanse, Fantasiegebilde. Aber als Hanse hat sie ja was mit Meer zu tun, also kriegt sie so einen Neptun-Dreizack in die Hand. Irgendwas mit Hamburg soll sie auch zu tun haben, also kommt das Hamburger Wappen hin. Es wird hier irgendwas Korker-ähnliches. Und hier kann man dann auch lesen, Hanse. Und mit vielen Brunnen kann man die Bedeutung erkennen, wenn man genauer hinschaut. Manchmal muss man allerdings auch ein kleines Fernglas dazu mitnehmen. Nun, der Brunnen ist ja noch, oder der Brunnenaufbau etwas größer. Was macht man da drunter in diesem Quader? Man schmückt ihn mit Wappen. Hier an der Seite das neue Reichswappen, was ja noch gar nicht so sehr lange im Betrieb war. Gerade mal 6 Jahre, 7 Jahre. Hier an der Seite das Hamburger Wappen. Und auf die anderen Seiten, na, welche Wappen nimmt man dort? Dann nimmt man das Bremer Wappen und man nimmt das Lübecker Wappen. Das Lübecker Wappen, der Reichsadler. Und in der Mitte das rot-weiße Schild. Damit hat man schon einen Bezug zu den beiden anderen benachbarten Hansestädten, Hansabrunnen, Hansebund, Hansestädte. Das sollte ja in irgendeiner Weise vorkommen. Aber man hat auch gleichzeitig eine Referenz an das Reich, denn das Verhältnis Hamburg und Reich war ja nicht völlig ungetrübt. Hier oben also die Wappen.
darunter verbreitet sich das Ganze. Da sind Nischen vorgesehen, Nischen für Standfiguren. Figuren, die in irgendeiner Weise, war so die Absicht zunächst, mit Hamburg zu tun haben sollten. Aber wenn man sich jetzt diese erste Figur hier ein bisschen genauer anguckt, diese, dann ist das eine, die wohl nicht so richtig in die hamburgische Geschichte hineinpasst. Denn wenn Sie sich so ansehen, dann ist das ja nicht unbedingt Hamburger Tracht. Es ist mehr eine römische Tracht. Und in der Tat, wir können hier an dieser Stelle sehr deutlich lesen, Konstantin. Es ist Konstantin der Große, der, nachdem er zunächst Heide war, das Christentum eingeführt hat und somit indirekt natürlich auch dafür gesorgt hat, dass irgendwann das Christentum nach Hamburg gekommen ist. Aber eine sehr vage Beziehung. Aber ein Kaiser an einem solchen Brunnen anzubringen, ist eben was sehr Schönes. Das macht sich immer gut. Daneben sehen wir, dass unterhalb der Säulen hier das Muschelsymbol angebracht ist und eine ganze Reihe von weiteren Ornamenten zu sehen. Und auch die Kapitelle sind gut mit Ornamenten versehen. Was bringt man auf die nächste Seite? Einen Kaiser haben wir schon. Dann ist es doch gut, wenn wir noch einen zweiten Kaiser dazu nehmen. Und zwar wen? Karl den Großen. Hier unten können Sie das auch wieder lesen. Wenn Sie das Gesicht von Karl dem Großen angucken, ja, entspricht das dem Bild, was Sie von Karl dem Großen haben? Das ist eine nicht ganz nette Frage, die ich gestellt habe. Denn es gibt kein Bild von Karl dem Großen, außer auf ganz kleinen Münzen. Und jeder Künstler hat sich sein eigenes Bild von Karl dem Großen gemacht. Und Engelbert Peiffer hat Karl den Großen 10 Jahre später nochmal als Skulptur dargestellt. Und da werden wir sehen, sieht das Bild ganz anders aus. Aber hier hat er sich so ein bisschen an das gehalten, was Alfred Rethel im Rathaus von Aachen als Bild von Karl dem Großen dargestellt hat. Und an diesem Bild orientieren wir uns alle, wenn auch häufig wohl unbewusst, wenn wir Karl den Großen uns vorstellen. Karl der Große gilt im Hamburger Selbstverständnis so ungefähr mit als Gründer von Hamburg und auch von der Hammerburg. Das ist beides so in dieser Form nicht richtig, aber das ficht uns nicht so sehr an. Es gibt in Hamburg mindestens 5 überlebensgroße Standbilder von Karl dem Großen, die immer in dieser Beziehung dann auftreten. Die dritte Skulptur zeigt Adolf von Schauenburg. Adolf den Dritten oder Adolf den Vierten. Dazu werde ich gleich etwas sagen. Zunächst mal, es ist mit Sicherheit ein Schauenburger, denn das können Sie hier an dem Wappen erkennen. Wenn Sie das Schauenburger Wappen ansehen, dann ist das dieser gezackte Rand mit den 3 Lilien am Rande und das können wir hier an dieser Stelle auch genau erkennen. Übrigens ist diese Schauenburger Wappen auch in dem Wappen von Schleswig-Holstein mit vorhanden. In den Beschreibungen steht häufig, es wäre Adolf der Dritte von Schauenburg. Aber wenn man hier genau hinschaut, dann sieht man an dieser Stelle, dass dort steht Adolf der Vierte von Schauenburg. Beide haben mit Hamburg zu tun. Insofern ist der Bezug zu Hamburg durchaus da. Und die vierte Figur schließlich eindeutig als eine Figur aus dem kirchlichen Bereich zu erkennen, ist ein Bischof mit Bischofsmütze, mit dem Krummstab. Und Sie haben schon gelesen, es ist Anschar oder Ansgar, der erste Bischof von Hamburg, der von den Wikingern dann vertrieben wurde und als Erzbischof von Bremen-Hamburg dann in die Geschichte eingegangen ist. Und direkt darüber, hier an dieser Stelle etwa, befindet sich dann natürlich auch das Bremer Wappen, der Bremer Schlüssel. So viel zu diesen Brunnen auf dem Hansaplatz. Kommen wir zu dem nächsten Brunnen. Das ist der Meßbergbrunnen. Der Meßbergbrunnen oder Vierländerinnenbrunnen, ebenfalls von Engelbert Peiffer geschaffen und im gleichen Jahr auch geschaffen. Dieser Vierländerinnenbrunnen steht heute auf dem Hopfenmarkt, also direkt vor der alten Nikolaikirche, vor der Ruine der Nikolaikirche, stand aber ursprünglich auf dem Meßberghof,
ist also ein ganzes Stück gewandert vom Mesbeck an diese Stelle, weil er dort auf Mesbeck keinen Platz mehr hatte. Zunächst mal, wie sah das auf dem Mesbeck aus? Da war ja wirklich Markt vorhanden und die vier Länderinnen kamen dorthin. Deshalb war es durchaus sinnvoll, dass dieser Brunnen dort, dieser Brunnen stand also dort, hier eine alte Aufnahme oder hier eine Aufnahme etwas anderer Sicht. Sie sehen also hier wieder diesen hohen Aufbau. Es ist im unteren Teil ein Schalenbrunnen, darüber ein Bau, in dem diese vier Länderin steht und dann ein aufwendig gestalteter Baldachin. Heutzutage, also vor der Nikolaikirche, zwischen im Schatten von Bäumen, nur im Winter kann man ihn etwas deutlicher sehen. Er ist glücklicherweise in den letzten, vor zwei Jahren, drei Jahren renoviert worden. Das heißt, es sind eine ganze Reihe von Ausbesserungen, insbesondere an der Sandsteinskulptur, vorgenommen worden. Und wir können ihn jetzt relativ deutlich und klar, zumindest zur Winterzeit, sehen. Im Sommer, wie gesagt, ist das Ganze ein wenig verschattet. Was wird dargestellt? Eine Vierländerin. Eine Vierländerin mit ihrem Korb, mit ihren Körben, wie sie zum Markt geht, in ihrer klassischen Tracht, relativ kurze Röcke, deshalb waren die Vierländerinnen bei den Hamburgern auch sehr beliebt, aber sie wurde auch gerne für Werbezwecke genommen. Sie war zum Beispiel auf der Rama-Margarine immer mit abgebildet. Die Vierländerin war auch beteiligt in der Weltausstellung von Paris. Auf dem Hamburger Stand dort zog sie dann die Blicke der Weltausstellungsbesucher an sich. Sie hat hier an dieser Stelle einen Tragestab, so wie unser Hummelwasserträger das auch hat. Aber sie trug eben keine Wassereimer, sondern sie trug die Körbe links und rechts, in denen sie ihre Waren hatte. Hier ein Blick auf diese recht aufwendig gestaltete Tracht, Vierländertracht, insbesondere mit der sehr auffälligen Haube. Aber auch von hinten ist diese Haube nicht so ganz einfach anzusetzen. Man muss da schon einiges an Geschick haben. Etwas tiefer sehen wir hier einige Vögel. Manchmal werden sie als Gänse beschrieben, manchmal werden sie als Enten beschrieben. Jedenfalls als Wasserspeier. Hier dienen, aus denen das Wasser jetzt auch wieder fließt, jedenfalls in der Sommerszeit, und in diesen Brunnen hineinfließt. Und dazwischen können wir hier kleine Reliefs entdecken mit Figuren und mit einer Schrift. Diese Figuren, die dort auftauchen, sind ganz unterschiedlicher Art. Sie können hier also ein Frosch sein. Darunter liest man am Markt, darunter ist eine Libelle abgebracht. Und nun geht es weiter. Lernt man die Leute kennen. Am Markt lernt man die Leute kennen. Eine Erfahrung, die man auch heute etwa auf dem Volksdorfer Markt oder auf dem Isemarkt durchaus machen kann. Aber wie gesagt, dazwischen und darüber in diesen Rundbögen befindet sich auch noch einiges, was durchaus anschauenswert ist. Hier nochmal eine kleine Vergrößerung dazu. Der nächste Brunnen, den ich mit Ihnen betrachten möchte, ist der Kaiser-Karl-Brunnen. Kaiser-Karl-Brunnen, werden Sie sagen, kenne ich gar nicht. Das ist auch richtig so. Der ist nämlich nicht mehr insgesamt vorhanden, ist im Zweiten Weltkrieg so zerstört worden, dass man heute eigentlich nur noch diese Figur sehen kann und diese Wappenschilder, die hier sind. Alles andere ist verschwunden. Und das Ganze kann man auch nicht mehr im alten Fischmarkt sehen, sondern die Reste stehen jetzt in der Michaelisstraße vor der Kirche St. Ansgar, also dort, wo die katholische Akademie ist. Wer war der Künstler? Wieder Engelbert Peiffer. Ich sagte schon, er war der gefragteste Bildhauer in der damaligen Zeit und insbesondere also auch für diese Brunnen zuständig. Dieser Brunnen ist 1889 gestiftet worden vom Hamburger Verschönerungsverein. Das muss man vielleicht noch einmal sagen. Der Hamburger Verschönerungsverein, manchmal wünscht man sich, dass es so etwas heutzutage vielleicht auch noch gibt. Er war der zweitgrößte Brunnen mit 12 Metern
der im direkten Hamburger Stadtgebiet vorhanden war. Und hier sehen Sie die Wandlungsgeschichte. Er stand also ursprünglich hier auf dem alten Fischmarkt unterhalb des Johanneumsgebäudes und ist jetzt hier an dieser Stelle neben der Ansker Kirche zu finden. Auch ein hoher Bau, oben mit einer Figur, eben mit Kaiser Karl, Karl dem Großen. Wiederum, Sie sehen hier eine Aufnahme historischer Art, im Hintergrund die Petrikirche und hier das 1840 errichtete Gebäude für das Johanneum und für die Stadtbibliothek und für das Akademische Gymnasium und für einige von den Museen. Hier eine Skizze dieses Brunnens und man sieht, wie das Wasser hier im unteren Bereich heraussprudelt. Man sieht, dass hier an dieser Stelle Figuren zu sehen sind. Es sind Mosaiken, die hier aufgeführt worden sind. Und zwar aufgebaut von einem venezianischen Mosaikbildner, der für mehrere Monate extra nach Hamburg gekommen ist, um hier Männer der Vergangenheit abzubilden. Und zu jedem dieser Mosaike gab es hier oben ein Wappenschild. Wie gesagt, die Wappenschilder sind noch vorhanden, die Mosaiken leider verloren gegangen. Die Figur von Kaiser Karl steht jetzt hier vor der Anskerkirche und hier sind die vier Löwen mit den Wappenschildern auch noch vorhanden. Die Kaiser Karl-Figur war im Ersten Weltkrieg schon mal eingeschmolzen worden, weil man für die Kanonen entsprechend Metall benötigte. Nach der aber vorhandenen Gussfigur ist es danach dann wieder neu gegossen worden. Und diese Figur, die zweite, steht also jetzt in dieser Form ebenerdig, also nicht in der Unteransicht, in der sie eigentlich gedacht war. Sie hat auch ein bisschen was verloren. Sie sehen hier an dieser Stelle, ursprünglich war da mal ein Schwert vorhanden. Jetzt ist von diesem Schwert nur noch der Handgriff vorhanden. Aber Kaiser Karl, hier übrigens jetzt mit anderer Physiognomie, als wir das am Hansabrunnen gesehen haben, aber von dem gleichen Bildhauer. Hier kann man sehen, dass das Schwert an dieser Stelle mit einem Schraubgewinde befestigt gewesen ist und irgendwann ist das Gewinde mal gelockert worden und das Schwert hat irgendeinen anderen Eigentümer gefunden. Kaiser Karl trägt hier eine dreidimensionale Nachbildung unseres Hamburger Wappens, blickt ernst über den damaligen alten Fischmarkt hinweg, hat eine Krone auf. Und wenn man ganz unten hinschaut, dann sieht man, dass Peiffer derjenige ist, der die Skulptur geschaffen hat und Bauer, der sie dann gegossen hat. Heutzutage ist eine kleine Plakette dran, angebracht von der katholischen Gemeinde dort. Und dort wird dann darauf hingewiesen, dass Karl der Große auch Förderer der kirchlichen Reformen gewesen ist und dass er der Begründer des karolingischen Bildungswesens gewesen ist. Links und rechts stehen jeweils zwei Löwen, die das Wappenschild haben, also diese Wappen, die hier an dieser Stelle vorhanden sind. Wer ist an diesen Stellen abgebildet? Ganz unterschiedliche Figuren. Es war Adalbert von Bremen, es war der Bürgermeister und Admiral Dittmar, es war Albertus Kranz und es war Graf Adolf IV. Von Schauenburg. Schauen wir uns hier dieses Wappen an, dann ist ganz klar, das ist wieder für den Schauenburger, denn Sie können hier wieder dieses gezackte Wappen mit den drei Lilien erkennen, das, was ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe. Ein zweites Wappen, das hier vorhanden ist, ist wahrscheinlich nicht ganz so bekannt. In der Literatur gibt es zwei verschiedene Zuordnungen zu diesem Wappen, aber mir scheint es eindeutig zu sein, dass es sich auf Dittmar Köhl bezieht, denn im Rathaus gibt es ein Fenster, was dem Bürgermeister und vorhergehenden Admiral Dittmar Köhl, der 1525 über Seeräuber siegte und 1548 Bürgermeister wurde. Und dort findet man in diesem Fenster an dieser Stelle sein Wappen. Und das können Sie jetzt genau wiedererkennen. Sie sehen hier diese beiden Hasen, hier nochmal die beiden Hasen und darüber die Eichenblätter.
Das heißt, es ist eindeutig das Wappen von Dietmar von Kühl, den wir als Figur ja auch kennen an der Brücke in der Nähe der Landungsbrücken. Ein weiterer Brunnen, der heutzutage zu Hamburg gehört, ursprünglich aber nicht zu Hamburg, sondern zu Altona, ist der Behnbrunnen oder Bürgermeister Behnbrunnen, ein Zierbrunnen, der heute an der Ecke Behnstraße, Königstraße in Altona steht, von dem Künstler Wilhelm Giesecke geschaffen worden ist und eben zur Erinnerung an diesen Altonaer Bürgermeister. Auch hier ist der Spender dieses Brunnens wieder ein Verschönerungsverein, diesmal natürlich kein Hamburger, sondern der Altonaer Ottenser Verschönerungsverein, der diesen ehemaligen Bürgermeister, der von 1799 bis 1853 gelebt hat, diesen Brunnen errichtet hat, auch wieder als ein Meerschalenbrunnen. Das Wasser strömt hier in verschiedenen Richtungen und obendrauf ist eine Figur gesetzt, eine Figur, die hier eine Okeanide zeigt, also in der griechischen Mythologie ist es eine der Töchter des Okeanes und der Thetis, also der Meeresgötter, die hier in schöner Form das Ganze bekrönt. Dieser Brunnen steht heutzutage in der Nähe der S-Bahn-Haltestelle Königstraße an der Ecke Behnstraße, also von daher durchaus bezugskräftig, und Königstraße. Hier sehen Sie also eine Skizze für diesen Brunnen in seinem Aufbau, klassischer Brunnenaufbau, den wir hier haben. Und hier nochmal das etwas größere Bild, was ich in ähnlicher Form eben schon gezeigt habe. Heutzutage fehlt der ganze Unterbau, der ist verloren gegangen. Und es ist jetzt also nur noch die Okeanide vorhanden. Darunter ist eine ganz schlichte Stele dort drunter gesetzt worden, aber dafür ein sehr viel größeres Becken drumherum gesetzt worden. Das Becken ist mit Wasser gefüllt, aber hier sprudelt nichts mehr. Trägt ein Schiff in der Hand. Hier sieht man das noch ein wenig deutlicher. Gehen wir wieder zurück nach Hamburg. 1895-96 war das Rathaus weitgehend fertig. Es war 1886 angefangen zu bauen und letztlich so um 1897 im Außenbereich fertig. Innen dauerte dann noch etwas länger. Und der Rathausbaumeisterbund unter der Regie von Martin Haller hatte von vornherein vorgeschlagen, dass in dem Hof zwischen Rathaus und Börse ein Brunnen aufgebaut wird. Und an dieser Stelle steht dieser Brunnen eben heute noch, genau hier in der Mitte dieses Hofes. Aber es sollte ursprünglich nicht ein Hygeia-Brunnen werden, sondern es sollte ursprünglich ein Brunnen werden, auf dem der Handelsgott Merkur dargestellt werden sollte, weil es ja die Verbindung zwischen Politik und Handel war. Hier hinter sehen wir die Börse und die Brunnenfigur ist eben auch der Börse zugewandt. Wir haben einen Meerschalenbrunnen, insgesamt vier Schalenbrunnen. Hier oben ist eine Schale, zweite Schale, dritte Schale, vierte Schale. Die Figuren, die hier unten sind, waren von vornherein vorgesehen. Die sollten Schönheit und die Nützlichkeit des Wassers vorstellen, aber hier oben an dieser Stelle sollte ursprünglich Merkur sein. Ein Modell mit Merkur finden Sie noch in dem Museum der Wasserwerke auf der Elbinsel Kaltehofe. Warum ist nun diese Figur da drauf gesetzt worden? Nun, während der Bauzeit des Rathauses gab es 1892 die Cholera-Epidemie, die im Gegensatz zu Altona, wo es keinen einzigen Cholera-Toten gab, Hamburg über 8000 Cholera-Tote gab. Hamburg hat die Cholera dann schließlich besiegt, aber das ist kein unbedingtes Ruhmesblatt.
Aber an dieser Stelle wurde gesagt, wir haben die Cholera besiegt, also sollten wir vielleicht die Göttin Hygeia, die Göttin der Gesundheit, statt des Gottes Merkur hier hinsetzen, wie sie die Cholera besiegt. Die Cholera wird nämlich symbolisiert durch diesen Drachen, den wir hier an dieser Stelle sehen und auf den Hygeia mit ihren Fuß tritt. Sie hat die Cholera besiegt und das wurde dann auch angenommen. Man brauchte nur einen Künstler, Kramer war das dann, der diese neue Figur geschaffen hat. Hier nochmal ein anderer Blick auf diese Figur. Auch von hinten sehr schön anzusehen. Hier die Schalen. Und hier an dieser Stelle sehen wir einen Gitterabfluss. Das heißt, das Wasser fließt hier nach innen ab. Und man kann hier innen drin eine Öffnung erkennen, wenn man sich das an Ort und Stelle ansieht. Das hat etwas mit der Belüftung des Rathauses zu tun. Hier an dieser Stelle tritt die Luft ein, die dann alleine durch die Sogwirkung des Turmes des Rathauses, wie ein Kamin also, durch alle 600 Zimmer des Rathauses strömt und oben als verbrauchte Luft dann wieder auftritt. Eine sehr einfallsreiche Form, wie man die Belüftung eines solch großen Baues durchführen kann. Und im Sommer wird sie eben durch dieses Wasser ein wenig gekühlt. Im Winter gibt es hier in dem Verbindungsgang, der so schräg hier nach hinten läuft, eine kleine Heizung, die die Luft dann auch ein wenig vorwärmt. Die Figuren, die hier drumherum stehen, sind wechselweise immer eine Mädchenfigur, eine Jungenfigur, Mädchenfigur, Jungenfigur und zeigen die Schönheit und die Nützlichkeit des Wassers. Also hier zum Beispiel wird an dieser Figur gezeigt, das Wasser ist nützlich für die Schifffahrt. Oder hier, ich kann mich im Wasser spiegeln, kann meine eigene Schönheit dort betrachten. Oder hier an dieser Stelle wird Wasser geschöpft. Und die beiden Diakonissen, die grübeln ein wenig, ist das wirklich so oder ist das nicht so? Um 1900 herum ist ein weiterer Altonaer Brunnen gebaut worden, nämlich der Stuhlmannbrunnen auf dem heutigen Platz der Republik. Dieser Stuhlmannbrunnen ist gestiftet worden für den damaligen Kaiserplatz und zwar gestiftet worden von Herrn Stuhlmann. Günther Ludwig Stuhlmann. Zunächst nochmal, wo steht das Ganze eigentlich? Er steht hier an dieser Stelle. Seltsamerweise steht in dieser Karte hier noch Stuhlmannbrunnen. Es hängt damit zusammen, dass der Brunnen mal eine Zeitweise versetzt war, als die S-Bahn gebaut wurde, die hier also in dieser Form durchführte und ist dann aber wieder glücklicherweise zurückgekommen an etwa die alte Stelle, wo er ursprünglich schon mal aufgestellt worden ist. Diesen Brunnen verlangt die Stadt Altona dem Altonaer Bürger Günther Ludwig Stuhlmann, der von 1797 bis 1872 in Altona gelebt hat. Stuhlmann war Unternehmer und Mäzen. Er war erster Direktor der Altonaer Gas- und Wasseranstalt, also der Gaswerke und der Wasserwerke. Das Gaswerk hatte er auf seinem Privatgrundstück zunächst mal am Elbufer errichtet. Und Stuhlmann hat in seinem Testament seiner Vaterstadt Altona 75.000 Mark Courant hinterlassen, mit der Bestimmung, dass aus diesem Legat erstens ein neuer Turm für die Ottenser Christianskirche gebaut wird, zweitens, dass Altona endlich ein anständiges städtisches Leichenhaus bekommt, drittens, es sollte ein öffentlicher Garten angelegt werden und in diesem Garten sollte es einen Springbrunnen geben, und zwar eine repräsentative Brunnenanlage mit Altonaer Wappen und Gasbeleuchtung. Und dieser Brunnen sollte den Namen des Stifters tragen. Stuhlmann ist, wie Sie hier sehen, 1872 gestorben. Und Altona hat sich viel Zeit gelassen damit, dieses Vermächtnis in allen Einzelheiten durchzuführen.
Der Brunnen selber ist erst 1899 von Paul Türpe entworfen worden. Paul Türpe war einer von den vielen Bildhauern, die sich an dem Wettbewerb beteiligt hatten. Es war also dann kurz vor der Jahrhundertwende ein Wettbewerb ausgeschrieben worden und Türpe, der Berliner Bildhauer, hat diesen Wettbewerb gegen 57 Konkurrenten gewonnen und hat dann mit Otto Bommer zusammen diesen Brunnen getrieben. Er ist nämlich aus ganz dünnen, 2 mm dicken Kupferblech gemacht. Er ist innen hohl, man kann hineingehen, man kann am Tag des offenen Denkmals sogar bis in den Kopf der Figur, die dort zu sehen ist, des einen Zentauren hineingehen und das Innenleben dann auch besichtigen. Hier sehen wir, wie der Brunnen gerade in seiner Anlage gebaut wird. Im Hintergrund ist noch der alte Altonaer Bahnhof zu sehen, der dann später ja leider abgerissen worden ist und durch dieses derzeitige unschöne Gebilde ersetzt worden ist. Hier sehen wir das Ganze etwas später, als der Brunnen dann schon aufgebaut ist und die Wasserspiele dort wirklich vorhanden und die herumgehenden Spaziergänger ergötzen oder auch zu kleinen Spielen anregen. Wo ist er gebaut worden? Ich sagte, auf dem Kaiserplatz. Und hier hinten steht eben der Kaiser. Dies hier ist das heutige Altonaer Bezirksamt, ganz ursprünglich mal der Altonaer Bahnhof. Als der dann verlegt wurde, der Bahnhof, ist dann hier das Altonaer Rathaus reingekommen. Und an dieser Stelle hier, da steht das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, das Altonaer Kaiser-Wilhelm-Denkmal und gegenüber wurde eben dann, gegenüber dieses Kaiser-Wilhelm-Denkmals, wurde dann diese bürgerliche Brunnenanlage errichtet. Also ein Wechselspiel zwischen Bürgertum und Adel. Was wird hier dargestellt? Es wird dargestellt der Kampf zwischen dem Altonaer Fischmarkt und dem Hamburger Fischmarkt. Wer gewinnt? Natürlich der Altonaer Fischmarkt. Schließlich ist es ein Altonaer Brunnen, den wir hier haben. Und der Hamburger, der wird dann, wie man hier deutlich sieht, runtergedrückt. Und der Altonaer hat natürlich auch den größeren Fisch gefangen. Klar. Also erstmal sind hier an einigen Stellen Fische abgebildet, ganz unterschiedlicher Art. Es sind an den Seiten Nebenfiguren, Assistenzfiguren, eine Nereide und ein Triton vorhanden, aus dem hier dann zusätzlich dort und auch dort das Wasser sprudelt. Dann gibt es noch weitere 4 Echsen, die wirklich nur aus Bronze sind und nicht aus Kupfer, die ebenfalls hier eine Wasseröffnung haben und von den Seiten her das Brunnenbecken befüllen. Darunter befindet sich aber erst seit diesem Jahrhundert wirklich nun auch eine Beleuchtung. Sollte ja eine Gasbeleuchtung werden, es ist eine elektrische Beleuchtung geworden, die aber erst sehr spät, nämlich 2005, von einer Altonaer Bürgerin gestiftet wurde. Und ebenso ist auch erst in der Zeit das Wappen, was gefordert war, gestiftet worden, das Altonaer Wappen, was sich an einer Seite des Brunnens befindet. Und gehen wir von Altona weiter auf die andere Seite, nämlich nach Wandsbek. Nach Wandsbek zum Puhvogelbrunnen. Puhvogel war ein Bürgermeister von Wandsbek und ihm zu Ehren ist dieser Brunnen gebaut worden. Übrigens auch wieder von einem Verschönerungsverein, diesmal von einem Wandsbeker Verschönerungsverein. 1907 von einem Künstler, der den Namen Kuno von Üchtritz-Steinkirch trug. Auch ein Mehrschalenbrunnen in etwas unregelmäßiger Form gefunden. Er steht heute an der Stelle, an der ursprünglich auch stand, war zwischendurch mal ein bisschen abgebaut gewesen. Hier ist die Christuskirche an der Stelle.
Hier ist die Verkehrsanlage Wandsbek-Zopp und die U-Bahn, also genau dazwischen ist eine kleine Gartenanlage. An dieser Stelle ist das Bezirksamt Wandsbek. Er ist errichtet worden zu Ehren des Bürgermeisters Friedrich Puffogel, der 1907 gestorben ist. Hier sehen wir den Grabstein, der auf dem historischen Friedhof neben der Christuskirche zu sehen ist. Und ich sagte eben schon, der Wandsbeker Verschönerungsverein hat diesen Brunnen durch diesen Bildhauer errichten lassen. Es ist eine Figur, eine große Figur, die in der Hand eine Kugel, eine Sonne hält, die beleuchtet werden kann. Und es sprudeln hier aus verschiedenen Delfinen Wasser in dieses Becken. Und aus dem oberen Becken fließt das Ganze ins untere. Und von den Seiten kann ebenfalls noch Wasser dort hinzugefügt werden. Die Bronzeplastik, die wir in der Mitte sehen, trägt den Namen Der erwachende Tag. Das ist eine Figur, die in Begleitung eines Puttos, den wir hier gleich sehen werden, hier an der Seite, dort ihre Hand eben hoch ausstreckt. Und an der anderen Seite kann man dort einen Adler erkennen, das sind also diese beiden Begleitfiguren. Ein sehr diffizil gestaltetes Gewand trägt diese Figur und steht auf einer Kugel oder besser gesagt auf einer Halbkugel und selber trägt sie dann auch eine solche Kugel. Hier kann man diesen Adler noch ein wenig deutlicher erkennen mit seinem Schnabel. Das Wasser selber wird aus verschiedenen Speiöffnungen in das Becken hineingeleitet. Und wir sehen dann hier wieder solche Voluten, die man hier gerne nimmt, um als Lagerfläche, also diese spiralförmigen Elemente. Sie sehen hier oben auch wieder eine solche Volute. Dort ist eine Volute etwas, was Steinmetzen und überhaupt Künstler gerne benutzen. Der Brunnen stürzte 1998 ein. Die zentrale Figur stürzte vom Sockel, wurde stark beschädigt und war dann lange Zeit in der Restaurationswerkstatt des Denkmalschutzamtes. Und erst 2005 konnte die Restaurierung dann wirklich bezahlt werden. Und dann wurde auch gleichzeitig die umliegende Parkfläche neu gestaltet, sodass das Ganze dann den Namen bekam, Baumaßnahme Neubau Puffogelgarten. Und hier sehen wir, wie das zwischen Christuskirche und dem Zopp dann liegt. Und im August 2006 konnte das Ganze dann feierlich wieder eingeweiht werden. Und damit hatte Wandsbek dann seinen lange vermissten Puffogelbrunnen wieder in Erinnerung eben an diesen Wandsbeker Bürgermeister. Gehen wir wieder auf die andere Seite von Hamburg, nach Altona. Dort gibt es den Chemnitz-Bellmann-Brunnen. Achtung, es muss wirklich Chemnitz und nicht Chemnitz heißen, denn der Namensträger Chemnitz legte sehr viel Wert darauf, dass er so gesprochen wurde. Der Brunnen ist ein Zwei-Seiten-Brunnen, wie wir gleich sehen werden, auf dieser Seite und auf der anderen Seite ebenfalls. Hier sehen wir die Rückseite. Also dies ist die Vorderseite und dieses hier die Rückseite. Die Rückseite läuft deutlich tiefer, weil wir hier den Elbabhang haben und wir von dem einen Niveau zu dem anderen kommen. Und die eine Seite ist eben Chemnitz und die andere Seite Bellmann gewidmet. Es ist ein Denkmal für den Dichter und für den Komponisten des Schleswig-Holstein-Liedes. Sie sehen hier die Lage am Elbhang. Hier ist also die ehemalige Seefahrtsschule und direkt davor ist dieser Brunnen angebracht. Hier ist der Altonaer Balkon, den ja die meisten von Ihnen kennen. Und hier war der Platz der Republik mit dem Stuhlmannbrunnen. Es ist also kein weiter Weg vom Stuhlmannbrunnen zu diesem Chemnitz-Bellmannbrunnen. Chemnitz war Jurist und Redakteur und schrieb im Jahr 1844 das
Lied Schleswig-Holstein mehr umschlungen. Und das wurde dann von Gottlieb Bellmann vertont, sodass die beiden als die Schöpfer dieses Liedes Schleswig-Holstein mehr umschlungen, deutscher Sitte, hohe Wacht und so weiter, das dann schließt nach 7 Strophen, wie der Feind auf Treuen mag, Schleswig-Holstein, Stammverband, wanke nicht mein Vaterland. Dazu muss man wissen, dass Schleswig-Holstein damals zu Dänemark gehörte und als dieses Lied beim Schleswiger Sängerfest 1844 vorgestellt wurde, war damit natürlich eine ganz klare politische Botschaft verbunden. Hier eine Abbildung aus Hamburg in seine Bauten, kurz nachdem das Denkmal fertiggestellt worden ist. Wir sehen hier also zunächst mal die Chemnitz-Seite, hier mit einem Konterfei und einem Spruch, zu dem ich gleich noch kommen werde. Und auf der anderen Seite ist also auf der oberen Seite die Bellmann-Seite und die ist wirklich nur als Brunnenbecken ausgeführt. Wir sehen hier die Öffnung, sehen darüber auch ein Konterfei von Bellmann, sowie auf dieser Seite ein Konterfei von Chemnitz zu sehen ist. Wenn man das von oben betrachtet, dann guckt man über den Brunnen hinweg auf die Elbe. Ein bisschen dichter rangeht, dann sieht man also hier an vielen Stellen schon ein wenig vom Zahn der Zeit angenagt oder leider auch ein bisschen beschmiert. Steht hier dem Komponisten des Liedes, Karl Bellmann. Und von unten muss man erstmal ein bisschen suchen, bis man das dann schließlich hier an dieser Stelle findet, dort am Elbhang in dieser langen Stützmauer, die wir hier haben. Aber wenn man dann näher herankommt, sieht man, dass hier die Fahne getragen wird, die Schleswig-Holstein-Fahne natürlich. Und hier unter ein wenig von dem Lied zu sehen ist hier also die Figurengruppe, die das Ganze hält und darüber dem Dichter des Liedes Schleswig-Holstein, mehr umschlungen, deutsche Sitte, hohe Wacht, ist hier links und rechts dann zu sehen. Und ganz deutlich kann man auch den Namen des Dichters dann unter seinem Konterfei sehen. Und wenn man noch ein bisschen genauer hinguckt, dann kann man auch den Namen des Bildhauers entdecken, des Bildhauers Otto Stichling, der dieses hier geschaffen hat. Zentral in Hamburg, in der Innenstadt, ist einer der wohl bekanntesten Hamburger Brunnen, weil ziemlich jeder Hamburger daran schon einmal vorbeigegangen ist, der Mönckebergbrunnen in der Mönckebergstraße, geschaffen von Fritz Schumacher als Architekt und die künstlerischen Arbeiten sind von Georg Wrber durchgeführt worden. Wrber war von Schumacher nach Hamburg geholt worden. Schumacher kannte Wrber aus seiner Dresdner Zeit und Wrber war jemand, der insgesamt 28 Brunnen in ganz Deutschland geschaffen hat, also jemand, der sich mit Brunnen auskennt. Wir sehen hier noch einmal ganz deutlich die Lage dieses Brunnens an der Schnittstelle von Spitaler Straße, von Lilienstraße, von Mönckebergstraße und letztlich auch so ein bisschen vom Gerhard-Hauptmann-Platz. Es war ja diese Straße, die Mönckebergstraße, gerade frisch angelegt worden. Übrigens kann man hier sehr deutlich sehen, dass die Mönckebergstraße eine ganz leichte S-Form hat. Also nicht, wie die meisten denken, das ist eine gerade Straße, sondern ist geschwungen deshalb, damit man an jeder Stelle eine etwas andere Blickachse hat. Und an dieser Stelle war ursprünglich geplant, ein Kontorhaus in dieser Größe und da hat Schumacher gesagt, das geht nicht. Wir müssen hier einen Übergang schaffen von diesen Blöcken, die wir hier haben, zu einem kleineren Gebäude und dann hier weiter zum Gerhard-Hauptmann-Platz. Und deshalb hat er vorgeschlagen, dieses Mönckeberg-Denkmal, was hier an dieser Stelle entstehen sollte, zusammen mit kleinen tempelartigen Gebäude zu machen, in dem dann schließlich eine öffentliche Bücherhalle untergebracht wurde. Man hatte am Anfang nicht so ganz Idee, was dort eigentlich hineinkommen sollte. Diese Brunnenanlage war von einem privaten Verein vorgeschlagen worden, einem Verein, dessen Vorsitzender
kein anderer als Edmund Siemers war, der sich dafür aussprach, dass dem 1908, glaube ich, gestorbenen Bürgermeister Mönckeberg ein Denkmal gesetzt werden sollte. Und dieser Vorschlag wurde dann von Schumacher aufgegriffen, diese Kombinationsform. Und es wurde von Schumacher vorgeschlagen, ein löwengekrönter Brunnen, an dessen hohen, pylonartigen Aufbau das Wasser in der Art der römischen Metersudens herabrieselt. Metersudens werde ich gleich erklären. Hier noch einmal einen Überblick, wie das Ganze, hier die Brunnenanlage, hier diese Art Tempelanlage, in der die öffentliche Bücherhalle untergebracht worden ist. Metersudens war die Wendemarke in den römischen Arenen, in den Wagenrennen durchgeführt worden, und die hatten einen solchen kegelartigen Aufbau. Und wenn man einen Brunnen in dieser Form baute, dann rieselte das Wasser von hier oben überall ab, und dann machte das so den Eindruck, als ob das ein schwitzender Brunnen ist. Und das bedeutet, Metersudensbrunnen werden auch als schwitzende Brunnen bezeichnet. Und in der Tat, wenn man heute diesen Brunnen betrachtet, dann läuft hier und hier das Wasser ab über die gesamte Fläche. Und wenn man ein bisschen Fantasie hat, kann man das auch mit diesen Metersudens, mit diesen schwitzenden Brunnen in Verbindung bringen. Obendrauf eine Symbolfigur direkt über dem Mönckeberg, Konterfei, was sich an dieser Stelle befindet, ein Löwe, wobei dieser Löwe nicht mehr der Löwe ist, der ursprünglich drauf stand, weil der im Krieg zerstört worden ist. Dieser ist nach dem Zweiten Weltkrieg neu geschaffen worden. An der Rückseite sehen wir hier das Hamburger Wappen. Und dann können wir an den Pfeilern erkennen, dass wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und das viermal, also 32 Figuren, kleine Figurengruppen herum haben, die alle mehr oder minder was mit Wasser zu tun haben. Und es sind hier und dort auch immer die Muschelsymbole, die eben auch auf das Wasser hinweisen. Zwischenzeitlich war da mal Burger King drin untergebracht. Das entsprach durchaus nicht der Bestimmung, die mit diesem Gebäude verbunden war. Das hat sich ja glücklicherweise jetzt wieder ein bisschen geändert, weil dort unter anderem die Kasse für die Elbphilharmonie mit untergebracht ist. Hier kann man jetzt in diesem Licht morgens so um etwa 10 Uhr, sieht man das besonders schön, diese Muscheln relativ deutlich erkennen. Die Bedeutung der einzelnen Figuren kann ich Ihnen nicht erklären. Ich habe also auch bisher keinerlei Literaturhinweise dazu gefunden. Aber Sie sehen hier zum Beispiel eine Mädchenfigur mit einer Gans, also auch mit einem Wasservogel. Obendrauf der Löwe und darunter eben das Konterfei von Johann Georg Mönckeberg. Und wenn man das vergleicht, dann kann man schon sagen, ja, es ist eine gewisse Ähnlichkeit durchaus vorhanden. Links und rechts sind zwei Figuren, die sich auf eine männliche und eine weibliche Figur, die sich jeweils auf einen Seelöwen stützen, und darunter steht, gestiftet von Hamburger Bürgern 1914 bis 1926. Nun, dazwischen liegt eben der Erste Weltkrieg, und da musste eine ganze Weile mit der Vollendung des Brunnens gewartet werden. Also auf der linken Seite eine männliche Figur, hier in der Rückenansicht und hier noch einmal die Kopfansicht dieser Figur, und auf der gegenüberliegenden Seite eine weibliche Figur, darunter der Schriftzug dem Andenken an Bürgermeister Johann Georg Mönckeberg. Diese weibliche Figur ist genauso wie die männliche Figur im Laufe der Zeit stark erodiert. Sie hatte über 200 Erosionslöcher, und das ist dann vor jetzt gut 10 Jahren, 12 Jahren mal ausführlich restauriert worden. Gegossen ist diese Figurengruppe in der Dresdner Gießhütte. Das ist nicht verwunderlich, denn Georg Wripper war Dresdner und hat das Ganze in Dresden geschaffen und dann auch in Dresden gießen lassen. Und 2009 wurden dann diese Bronzefiguren restauriert, ermöglicht durch verschiedene Stifter
die auf dieser Tafel dann auch aufgeführt worden sind. Man kann übrigens den Restaurationsbericht ausführlich im Internet nachlesen. Eine schöne, mir sehr gut gefallene Darstellung des Brunnens findet sich in dem Buch Weihnachten mit Thomas Müller von Karen Duwe, das eigentlich von einem Stoffbär handelt, der verloren gegangen ist und hier erstmal festfriert und dann durch die Wanderkatze Sandra Kaiser wieder befreit wird. Und Sie sehen hier also auf dem Titelbild und innen drin die Darstellung des Brunnens, die Darstellung der Mönckebergstraße oder die Darstellung auch von Karstadt. Und hier wird dieser kleine Thomas Müller gerade hin befördert. Er wird dann später gerettet und kommt auch zu seinem richtigen Besitzer zurück. Ein sehr schönes Buch und gleichzeitig eine kleine Hamburgensie. 1938 wurde von Richard Kuhl der Hummelbrunnen geschaffen. Richard Kuhl ist eine etwas zwielichtige Gestalt, insofern als er 1933 sehr schnell sein Mäntelchen nach dem damals herrschenden politischen Gewind gerichtet hat und sich den Nationalsozialisten angedient hat. Vorher hat er eine ganze Reihe von sehr schöner Bauplastik auch für Fritz Schumacher geschaffen. Dieser Brunnen steht an der Ecke Breiter Gang, Rademacher Gang an einer platzartigen Erweiterung, hier in der Mitte etwa, und ist gestiftet worden von dem Verein Geborener Hamburger zusammen mit der Allgemeinen Deutschen Schiffszimmerergenossenschaft, die rundherum Gebäude errichtet hat. Es ist also die berühmte Figur des Hummels, des Wasserträgers, dem die Kinder ja nachrufen. Und der Text, der hier unten drunter steht, ist auf Plattdeutsch dort angebracht, zusammen mit dem Bauverein zu Hamburg, übergeben vom Verein Geborener Hamburger von 1897 an die Hansestadt Hamburg am Sonntag, dem 13. September 1938. Also auch hier wieder übergeben an die Stadt, damit die Stadt dann die weitere Trägerschaft hat und für das Ganze verantwortlich ist. Wir sehen ein ernst in die Ferne blickende Hummelfigur mit seinem Träger und seinen Wassereimern. Und an den Seiten sind dann eben verschiedene Kinder, die ihm zurufen, Hummel, Hummel, ganz offen oder etwas versteckt oder auch an der Rückseite ein kleines Mädchen, was sich eben nicht so richtig traut oder ein Hund, der hier unter dem Wassereimer herumläuft. Hier sehen Sie noch einmal diese Inschrift. Und schräg gegenüber an der Ecke Rademacher Gang, Breiter Gang, ist dann ein Knabe zu sehen, der sein Moos dem Hummel gegenüber ausstreckt. Kommen wir in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. In Harburg, seit 1938 ja auch zu Hamburg zugehörig, gibt es auf dem Sand einen Geschichtsbrunnen von Tisa von Schulenburg, also hier ist die S-Bahn-Haltestelle Harburg-Rathaus und hier diese große Marktfläche Sand und an der Seite steht dieser Harburger Geschichtsbrunnen, geschaffen von Tisa von Schulenburg. Tisa von Schulenburg ist eine Bildhauerin, die relativ früh dem Ursulinenkloster Orden beigetreten ist und als Ordensschwester dann nur noch schlicht den Namen Schwester Paula trug, die aber als Ordensschwester weiter künstlerisch tätig gewesen ist und diesen Brunnen dann geschaffen hat. Sie hat sehr oft mit Reliefs gearbeitet. Sie bezeichnete Reliefs als Zeichnung in Holz, in Stein oder Bronze und hat das sehr oft benutzt. An diesem Brunnen sind eine ganze Reihe unterschiedlicher Stationen der Harburger Geschichte dargestellt. Wenn ich meinen Harburg-Rundgang mache, dann bleibe ich mit den Gruppen immer dort stehen, weil man eben wirklich eine ganze Menge an diesem Geschichtsbrunnen, es soll eben ein Bildungsbrunnen sein. Man sieht, 1288 ist Harburg das Stadtrecht versehen worden. Es kam irgendwann mal zu Hannover, es kam irgendwann mal preußisch, es gab ein Gefecht zwischen Hamburger und Harburger Schiffen. Es ist deutlich zu sehen, dass es hier südlich von der
Stromverzweigung liegt. Man sieht hier die erste und hier die zweite Straße von Harburg, hier den Karnap, das also als Querstraße gebildet wurde. Hier ist die Harburger Burg oder das Harburger Schloss zu sehen. Wir erkennen an einer Stelle, dass es häufiger Stadtbrände gab. Man sieht, dass es hier den Schlusspunkt der Verbindung Nürnberg-Wien nach Norden gab. Man musste in Harburg nämlich ausspannen und dann per Schiff übersetzen nach Hamburg, wenn man weiter Richtung Schleswig-Holstein, Richtung Dänemark mit seinen Waren kommen würde. Es wird aber auch hingewiesen auf die alte Ölmühle oder auf die Badoviker, die auf dem Sande ihre Waren ausstellten, oder auf ein altes Bürgerhaus, was in genau dieser Form etwa 100 Meter entfernt auch noch in Realität zu sehen ist. Also ein Brunnen, der dem Geschichtsbewusstsein dient. Dieser Brunnen war zwischenzeitlich mal ziemlich desolat und von Urinfraß bedroht und ist dann wieder ein bisschen jedenfalls renoviert worden und kann jedenfalls wieder angesehen werden. In den Kolonnaden in der Nähe der Staatsoper gibt es den Kolonnadenbrunnen auf dem Gustav-Mahler-Platz, geschaffen von Detlef Birkfeld, einem 1937 geborenen, ursprünglich in Rostock lebenden deutschen Bildhauer und Künstler, von dem es in Hamburg zum Beispiel vor der Staatsbibliothek ebenfalls eine Skulptur gibt. Er hat in diesem Brunnen abstrakte Merkmale gekoppelt mit ganz realen Dingen. Hier zunächst mal, wo steht er? Genau an der Kreuzung zwischen Große Theaterstraße, Kolonnaden und Büchstraße auf dem Gustav-Mahler-Platz, also sozusagen an der Rückseite der Staatsoper. Wir sehen also hier eine ältere Frau mit einem Kompotthübchen, eine Konzession an den Betrachter, wie Birkfeld sagte, und daneben dann relativ abstrakte Figuren oder Objekte, aus denen das Wasser sprudelt und an denen das Wasser vorbeisprudelt. An der Seite ist eine Tafel angebracht, die deutlich macht, es ist mit öffentlichem Geld gefördert worden. Überall, wo man eine solche Tafel sieht, weiß man, dort ist Kunst im öffentlichen Raum vorhanden. Hier noch einmal eine andere Ansicht dieses Kolonnadenbrunnens. Und hier der Birkfeldbrunnen auf dem Ottensener Marktplatz. Und man kann unschwer gewisse Ähnlichkeiten entdecken. Ein wieder etwas größerer Brunnen ist der sogenannte Jubiläumsbrunnen auf dem Großneumarkt von Doris Wasch-Balks, einer Künstlerin, der wir gleich noch einmal begegnen werden. Dieser Jubiläumsbrunnen steht also in der Mitte des Großneumarkts. Hier ist die Michaeliskirche. Wenn man von Michaeliskirche zum Neumarkt geht, dann findet man hier den Brunnen. Und hier ist die vorhin schon mal genannte erste Brunnenstraße, die also den Großneumarkt mit der Kaiser-Karl-Brunnen verbindet, der sich oder den Resten, die sich hier an dieser Stelle befinden. Warum heißt das ganze Jubiläumsbrunnen? Nun ist eine Spende der Hamburger Feuerkasse anlässlich ihres 300-jährigen Jubiläums im Jahre 1976. Es ist ein stufenförmig formter Brunnen, auf den Stufen stehen verschiedene nackte Figuren. Er wird deshalb häufig auch der Brunnen der Nackten genannt oder Nackte auf der Treppe. Das ist ein Brunnen, der wirklich von allen Seiten betrachtet werden kann, weil er rundherum Figuren zeigt und nicht nur große Figuren, sondern wenn man genauer hinschaut, kann man auch eine ganze Reihe von kleineren Figuren betrachten. Ein Brunnen, der auf den ersten Blick statisch wirkt, der aber eigentlich ein dynamischer Brunnen ist,
steht an der Deichstraße, ist geschaffen von Georg Engst, der vor kurzem gestorben ist, im hohen Alter von mehr als 90 Jahren. Er hat diesen Brunnen geschaffen für die Ecke an der Deichstraße und der Steintwiete, also an der Ecke, wo hier die Landeszentralbank, heute die Bundesbank, ihren Sitz hat. Dieser Brunnen wirkt auf den ersten Blick statisch, weil er aus verschiedenen solchen Zylindern besteht. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann merkt man, dass diese Zylinder sich auf- und abwärts bewegen. Die können also bis zu dieser Höhe gehen und können bis hier unten sein. Und wenn sie abwärts gehen, dann sprudelt das in diesen Töpfen. Wenn sie aufwärts gehen, dann sprudelt das nicht so stark. Hier sehen Sie also ein bisschen von diesem Sprudeln, sehen also, dass hier diese Zylinder nach oben gehen. Engst meinte unter anderem, dass man hier etwa Ebbe und Flut mit Verbindung sehen könnte oder aber auch den Energieerhaltungssatz der Physik, dass man also kinetische und potenzielle Energie ineinander verwandelt. Leider ist der Brunnen im Augenblick völlig kaputt, insofern als die Säulen sich nicht mehr bewegen, und ich hoffe, dass der Tod von Engst zum Anlass genommen wird, seinen Brunnen wieder in Betrieb zu setzen. Hier nochmal ein Blick von der anderen Seite, links also die Bundesbank und hier eines der ersten Nachbrandhäuser. Wir wissen ja, in der Deichstraße ist der Brand entstanden. Und dies war eines der ersten Häuser, was nach dem Brand dann wieder aufgebaut worden ist. Neben dem Brunnen gibt es noch andere Skulpturen von Engst, wie etwa dieses Tauwerk, soll also ein Tau aus dem Hafen symbolisieren, diese große Metallplastik, die wir dort sehen. Das war der Fünfzylinderbrunnen. Und nun kommen wir zu einem zweiten Brunnen von Doris Waschbalg. Das ist der Brunnen am Veddeler Stieg. Veddel, ein Gebiet, was ganz stark von Fritz Schumacher geprägt ist. Alle diese Bauten, die wir hier sehen, sind von Fritz Schumacher entworfen worden und stehen heute alle unter Denkmalschutz. Hier ist die Schule auf der Veddel. Und hier an dieser Stelle ist dieser Brunnen geschaffen worden. Im Zusammenhang mit der Aufwertung dieses Geländes war schon ziemlich verfallen, hatte einen schlechten Ruf, und dann hat man hier einige Gebäude etwas restauriert und hat diese Platzanlage neu gestaltet und hat in diesem Zusammenhang dann auch diesen Brunnen hier von Doris Waschbalz gestalten lassen. Eine Figuren- und Pflanzenfolge, aus der hier aus unterschiedlichen Stellen Wasser sprudelt, wo verschiedene kleine und auch größere Figuren sind, wo hier oben so etwas Pilzartiges vorhanden ist und das Ganze sich nach unten in dieses Becken ergießt und damit mit den Sitzbänken drumherum die Möglichkeit schafft, auf diesem Platz sich aufzuhalten. Hier nochmal eine Nahaufnahme von drei dieser Figuren, die in und an diesen Brunnen sitzen. Auch hier die Plakette von der Freien und Hansestadt Hamburg, die darauf hinweist, dass dieser 1983 hier aufgestellte Brunnen mit zur Kunst im öffentlichen Raum gehört. Und zum Schluss möchte ich Ihnen einen Brunnen vorstellen, der durch die Jahreszahlen 1742 und 1989 geprägt ist, also der sozusagen am Anfang und nahezu jedenfalls am Ende der Hamburger Brunnentradition steht. Es ist der Minerva-Brunnen, der auf dem Altonaer Fischmarkt seinen Platz hat, wieder hat, muss man sagen, weil er zwischendurch an anderer Stelle steht. Er ist 1742 zunächst mal aufgestellt worden, wobei die Figur hier oben, die Minerva, 1989 dann von Hans Kock neu geschaffen worden ist. Hans Kock, von dem wir verschiedene Skulpturen in Hamburg kennen, zum Beispiel die Hamburgerin, die an der Adolfsbrücke steht, oder die Steinskulpturen, die an der Anlegestelle vom Jungfernstieg vorhanden sind.
Also heutzutage steht er wieder hier am Fischmarkt, war zwischendurch aber mal transluziert von der Königstraße, vom Münzmarkt. Er hat also wie manche Denkmäler, wie manche Brunnen durchaus eine Wandergeschichte hinter sich. Wir sehen hier diese Kombination aus der neuen Figur von Hans Kock und dem alten Unterteil von 1742. Minerva ist die römische Göttin A, des Verteidigungskrieges und B, auch der Weisheit. Und Sie sehen sie hier in der ursprünglichen Fassung, wie sie 1742 aufgestellt wurde, von der Brunnengesellschaft von 1722, die einen Künstler dann beauftragt hat, diese gesamte Brunnenanlage zu schaffen. Sie sehen hier die Minerva nochmal sehr deutlich als Kriegsgöttin, als Verteidigungsgöttin stehen. Und hier die Neufassung dieser Minerva, so wie Hans Kock sie sich vorgestellt hat, in etwas anderer Form, als sie 1742 aufgestellt worden ist. Von Hans Kock kennen wir, sagte ich schon, andere Plastiken hier, also zum Beispiel in der U-Bahnhof Lübecker Straße, hier die Granitmauer am Jungfernstieg oder hier die Hamburgerin an der Adolfsbrücke, aber auch die Katharina, die heilige Katharina oben auf dem Dach der Hauptkirche St. Katharinen, stammt ebenfalls von Hans Kock. Die ursprüngliche Anlage, also der Unterbau, ist hier mit zwei Delfinen geschmückt, die mit Schuppen versehen sind und die hier also mit Ornamenten versehen sind. Darunter befindet sich dann die Öffnungen, Metallöffnungen, aus denen das Wasser herauskommt. Hier sehen Sie also diese Öffnung. Und da drüben ist eine Darstellung von Amor und Psyche, die im Laufe der Zeit natürlich schon ein wenig gelitten hat. Aber wenn man genauer hinschaut, durchaus hier zu erkennen ist Amor mit seinem Bogen oder hier die lässig hingelegte Psyche. Daneben finden wir über den Wasseröffnungen dann Blumengirlanden oder geflochtene Bänder ganz unterschiedlicher Art oder auch andere Blumen. Hier ist wieder die Psyche zu sehen und auf der Rückseite noch einmal eine solche Darstellung. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie mit mir eine ganze Reihe, längst nicht alle, Hamburger Brunnen angesehen haben. Ich habe, wie auch bei den anderen Vorträgen, eine PDF-Datei zusammengestellt mit Literaturangaben, einer kurzen Linksammlung und auch einigen Fotos, die ich Ihnen gerne an Ihre E-Mail-Adresse schicke. Ihre Adresse schicken, dann schicke ich Ihnen das gerne zu. Wir haben jetzt noch einen Augenblick Zeit für Nachfragen oder Ergänzungen. Sie können natürlich auch im Chat eine Frage stellen oder wenn Ihnen später irgendeine Ergänzung oder eine Frage einfällt, dann können Sie gerne eine E-Mail an mich schicken.